Und damit willkommen zurück zur nächsten Folge Adrian O3 bzw. Jack the Lions 2 Urban Chaos. So, wir sind also jetzt hier auf der neuen Karte und ich habe schon wieder vergessen, wo wir hier eigentlich sind. Ist das hier irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Oder haben wir uns das noch gar nicht angeguckt? Ich glaube noch nicht. Das kommt mir nämlich alles irgendwie relativ neu vor. Ja, daran habe ich immer schlechte Erinnerungen an so eine Übergänge. Ich glaube, das war so ähnlich, wo Kralle gestorben ist. Mit vielen Fenstern und wenig Platz zum Überleben. So, wir ziehen erstmal vor. Obwohl, warum ziehe ich eigentlich vor? Wenn mir das Ganze hier schon so nett angeboten wird mit dem Dach, dann benutze ich das doch einfach auch. There they are. Oh. More bad guys. Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich entspannt Richtung Dach laufen und mich erstmal positionieren. Ja, okay, treffen einfach mal alle nicht. To the head, please. Ja, das ist zu nah. Fantastisch! Ja, jetzt könnte ich eine richtige Arschkarte haben. Denn, wie gesagt, ich wollte eigentlich erst entspannt hinlaufen. Und dann gucken, was passiert. Jetzt kann es durchaus passieren, dass die nächsten Gegner gleich alle kommen. Und Gaston Cavalier steht sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. I'm hoping the best. For me and the rest. Aber mal schauen, ob wir es denn alles so entspannt hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Yep. Ah, okay. Ja, Gaston muss hier definitiv weg. Achso, da ist übrigens ein Gegner. Haha. Sieht er jetzt erst. Ja, okay. Stehen wir wieder auf. Und rennen einfach mal hier hinten hin. Und der Rest. Ich hoffe einfach mal, dass die entweder rauskommen oder mich in Ruhe lassen. Mich in Ruhe lassen wäre eigentlich am liebsten. Aber man kann sich ja mal nicht alles wünschen, wie wir schon festgestellt haben. Gucken, kommt einer raus? Ich meine, für Gaston ist... Oh, there's some bad guys. Ja, genau, Rosebud. Den triffst du doch nie, nie im Leben. Ich beende das Let's Play, wenn du triffst. Ja, nein. So sicher war ich mir, dass er trifft. Dass ich das hier aufs Spiel gestellt habe. Hallo. Hallo. Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Ja, da wäre natürlich jetzt der Kollege Cavalier perfekt. Nice. Also auf Entfernung ist Scully wirklich noch gut mit der Waffe. Aber ich bin wirklich drauf und dran, ihm eine neue zu geben. Ihr könnt ja mal unterschreiben, ob ihr die Waffe wechseln würdet oder ob ihr Scully die Waffe behalten lassen würdet. Ja. Ja. So, wir gucken erstmal ganz kurz. Okay, das ist also ne warte Problem, wie der Russe sagt. Ich war nämlich entspannt auf Sache gehen jetzt. So, dann haben wir Gaston schon mal auf dem Dach. So, der Rest bleibt da. Ich hätte Raven mal nach vorne ziehen sollen. Weil ich glaube, von da unten aus der kleinen Lücke wird nicht allzu viel Gegnerschaft kommen. Und Raven brauche ich dich auf jeden Fall hier vorne. Darn it. Darn it, genau. Da muss nämlich Rosebud hier nicht versuchen, sich auszuprobieren. Versuchen, sich auszuprobieren. Naja, ihr wisst schon. Hier irgendwie versuchen, auf Millionen Kilometer Entfernung zu treffen. Denn das ist nicht Rosebuds Ding, wie wir alle wissen. Obwohl er erstaunlicherweise mit der Waffe, die er jetzt hat, gar nicht schlecht umgeht. Also er trifft ja wirklich mal ein bisschen mehr als sonst. Und naja, warte, ich glaube, Treffsicherheit ist immer noch bei knapp 70, wenn ich mich recht entsinne. 71, okay. Natürlich auch noch nicht das Güldene vom Ei, aber doch mal, wenn er so weiter trifft, trainiert er auch noch gleichzeitig ein bisschen und ja, gibt Schlimmeres. So. Scully.
Gott, was ist das denn? Hat Rosebud auch so einen Scheiß? Ach, da, weil der Baum direkt in der Linie von dem Ding jetzt hier ist, oder was? Oh, das ist ja bitter. Dann geht Scully dahin. Und Miss Ravon geht bitte... 82. Oh, ist okay. Dorthin. Und Torkaufmann. Dorthin und Rebor. Kann auch mal ein Stück nach vorne gehen. So, dann haben wir erstmal wieder alle ein wenig besser positioniert, meiner Meinung nach. Achso, ja, Justin. Ja, der ist natürlich jetzt eigentlich ungünstig positioniert für ein Scharfschützengewehr. Gucken wir mal, vielleicht sehen wir auf dem anderen Dach einen. Würde mir auf jeden Fall entgegenkommen. So, der bewegt sich gar nicht, oder wie? There's some bad guys. Ah. There's some bad guys. Ja, auch da bringt uns Gaston gar nichts. Denn mit dem Scharfschützengewehr hier auf die kurze Distanz ist immer ungünstig. Aus Zivilians weg, den ich schon wieder sehe. Oh. Oh. Sehr schön. Ravon sieht auch jemanden. Na komm, Rosebud hat echt einen guten Lauf auf die Distanz. Ja. Und da steht er kurz davor. Naja, noch nicht ganz, aber. Achso, Scully wollte ich auch anvisieren lassen. Der sieht immer noch beschissen. Ist hier eigentlich eine Tür offen? Ja, aber, ja. Okay, ja, komm, lassen wir den einfach mal. Ich glaube, der wird doch nicht mehr allzu viele Züge haben, bevor er umkippt. Warum speichert das eigentlich so lange heute? Irgendetwas ist da nicht richtig. Was habe ich denn für eine CPU? 13.4, 13.1. Oh, there's some bad guys. Warum brauche ich denn so viel CPU heute? So, ist der direkt tot? Ne, der lebt noch. Habe ich denn da irgendwas im Hintergrund offen? Ah, Steam könnte ich mal zumachen. Da, so, Entschuldigung, da kam mal kurz nochmal das Bild rein. Aber dann kann ich im Hintergrund mal Steam schließen. Steam, denn Steam brauche ich hierfür nicht, wie wir alle wissen. Also man kann es tatsächlich bei Steam kaufen, aber es ist mir zumindest nicht möglich, über Steam... Okay, Jackaline 2 zu zocken. Also ich habe noch die Original-CDs, ich wollte gerade sagen Kassetten, die Original-CDs hier irgendwo rumschwirren. Von Jack the Line 2, wobei ich jetzt selber gar nicht weiß, wo die sind. Oh ja. Irgendwo werden sie sein. Spätestens, wenn dieses Let's Play hier irgendwann mal beendet ist, also gefühlt in 5 Jahren, werde ich die CD höchstwahrscheinlich suchen müssen, denn wenn wir uns dann eine neue Mod installieren, werde ich wahrscheinlich Jack the Lines komplett platt machen müssen, um das Ganze neu aufzusetzen mit der 1.13er und dem... Sehr schön. Dem neuen. Fantastisch! Der neuen Mod, die ich mir dann irgendwie aussuche mal demnächst. Ja, also demnächst ist ja übertrieben, ja. Also wir werden wirklich noch ein paar Folgen hier verbringen. Ach ja, eigentlich 200 Folgen war nicht angedacht. Aber. Ich glaube, wenn es in dem Tempo so weitergeht, werden es, naja, wirklich fast 200. Folgen werden. Nein, jetzt fällt er auch um. Kurva. Naja. Obwohl 200 wäre schon krass. Ich habe jetzt hochgeladen. Gestern. Folge 100. 36? Ich glaube 136. Und. Oh nein! Naja, also hier für Adrian werden wir bestimmt nochmal so. Naja. Ja, mutig gesagt, 8 Folgen brauchen. Also nur für die Stadt. Für die Vororte. Ja, stimmt, die Vororte müssen wir dann auch noch machen. Dann müssen wir auch mal irgendwann, was ich ja schon ewig vorhatte, mal unseren zweiten Trupp hier runterholen. Damit wir mal zu 11 vorgehen können. Darauf habe ich nämlich noch immer noch mega Bock.
mal irgendwann hier mit 11 Leuten rumzulaufen oder mit 12 Leuten im besten Fall. Ja. Also ich tippe mal so bis Folge 150 locker. Werden wir uns hier noch mit Adrian plus Umgebung, oh Gott, beschäftigen. Also von daher. Danke. Right on. Achso, U-Bahn kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also ich glaube, wir werden. Ich werde nicht folgenlos bleiben die nächsten Wochen. Und wahrscheinlich auch sogar Monate. Jack the Lions 2 zu produzieren und zu spielen mit euch. Wobei es mir jetzt wieder deutlich besser gefällt und ich wieder angejuckter bin als noch beim Ende. Also als ich hier diesen kleinen Cut mal drin hatte, wo ich ja monatelang gar nicht Jack the Lions gespielt hatte. Gut, da war dann am Ende halt auch noch das Problem, wie wir ja alle noch wissen, dass dann auch irgendwie hier Jack the Lions ja, irgendwie komplett abgekackt hat. Die eine Folge zumindest. Also davor auch schon einmal, aber... Das war sehr ungünstig und sehr unbefriedigend. Oh, there's some bad guys. Und deswegen bin ich jetzt echt froh, dass es jetzt so reibungslos wieder funktioniert alles. Alter Rosebud, was ist denn los mit dir heute? Na gut, von Raven erwarte ich nichts anderes außer Kopfschüsse. Fantastisch! Aber das Rosebud hier auch so aufdreht, schön. Ja, von daher, ich bin echt wieder ein bisschen angefixt, was Jack the Lions betrifft. Und ja, allein dadurch, dass jetzt nicht mehr wie am Ende vom ersten Turn so ein, zwei Folgen mache, dann ja, gar keinen Bock habe. Sondern, ich glaube jetzt, letztens habe ich 5 Folgen produziert. Gut, jetzt bin ich bei der ersten. Und mal schauen, wie viel es heute werden für mich. Problem gelöst. Aber es macht wieder Fun. Und ich weiß, warum ich dieses Spiel so geil finde. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen stört, ist diese scheiß blaue Schnecke immer. Und dass mir angezeigt wird, Jack the Lions 2, keine Rückmeldung. Ich meine, es beruhigt sich ja dann irgendwann. Da sind die Verbrecher. Da sind die Verbrecher. Die sind extrem nah dran. Ich sollte vielleicht mal Scully nach links gucken lassen. Right on. That's it for her. Naja, geht er erstmal doch ganz gut an. Nach diesem eher ungünstigen Start in die Folge. Nachdem wir einfach mal überrascht sind von dem einen Verbrecher. Da ist der next one. Das sind aber alles Soldaten, die aus dem westlichen Sektor kommen. Also die sind nicht von vornherein hier gewesen. Bin ich mir sehr sicher. So, bewegt er sich jetzt noch? Alter, hier. Ja, Reifen, da passt ganz gut. Kleiner Heiligenschein für Gaston. Oder hier für Raven eigentlich. Raven hat sich den eher verdient. Ah. Oh! Ich hatte Angst, dass er mich sieht. So, Scully. Ja, ist da schon mal deutlich besser. Na, Trevor, jetzt musst du zaubern. Oh, fucking hell. Er kommentiert selber ganz gut, glaube ich. Naja. Naja, okay. Kann ich durch ein Auto eigentlich durchgucken? Nee, ne? Nee. Auto geht nix. Auto-Endgegner. Ja, Gaston ist wirklich für den Arsch. Also, warum ich den jetzt hier oben hab? Keine Ahnung. Hier, leg einfach mal an. Okay, die Dächer sind. Also, das ist zumindest frei. Unwichtiger NPC. Da ist nichts. Und da hinten kommen wir noch dahin. Auch nichts. Die Dächer sind also alle frei. Wir können uns also unten weiter austoben. Polizisten aber auch schon wieder. Schön. Ich habe gar keine Polizeibasis gesehen. Polizeiautos fallen mir jetzt auch erstmal nicht ein. Ja, es geht gleich weiter, keine Angst. Oh nein! Vielleicht muss ich mal nach der Folge kurz neu starten. Oh, vielleicht hat sich's dann wieder beruhigt. Fantastisch! Denn ich habe jetzt jedes Mal diese Ladeschnecke. Ah, Achtung, zack, und blaue Ladeschnecke. Ja.
ich die Maus bewege. Da ist er. Naja, keine Ahnung. Wie gesagt, in der nächsten Folge wird sich's dann hoffentlich wieder normalisiert haben. Und da geht's ohne Probleme und ruhig und entspannt weiter hier in diesem Sektor. Hab keinen Kontakt. Also ein paar Minuten haben wir ja noch. War nicht so, dass die Folge jetzt direkt beendet ist. Von daher können wir uns noch den ein oder anderen Gegner hier zur Brust nehmen, beziehungsweise zum Köpfchen nehmen. Ich denke mal, die beiden Elite-Soldaten hier und der oben hinterm Auto werden, naja, in der nächsten Runde dann auch fällig sein. Bam, bam. Ich hoffe, der schießt nicht zurück. Ja, gut, er geht einfach in den Sichtbereich von unserem Scharfschützen. Alter Schwede. Erstaunlich, dass er noch keinen Level abbekommen hat. In Marksmanship Skill. So, der kleine blaue Kreis im großen roten Kreis. Naja, gut. Ich frage mich auch, ob man dieses Autosave nach... Ja, alles gut. Ob man dieses Autosave nach jeder Runde, was ja quasi der Computer ja macht. Ja. Oder das Spiel an sich macht ja nicht der Computer. Ob man das irgendwie ausstellen kann. Damit es eventuell ein bisschen knackiger hier vorangeht. Alter, also wenn er jetzt kein Level abkriegt, ehrlich. That's alright. Ja, eigentlich, also der Balken ist randvoll. Ich glaube, allzu lange dürfte es nicht mehr dauern. Rosebud wird sogar ein wenig weiser, ja. Haben wir vielleicht gerade noch ganz kurz gesehen. Da fehlt auch nicht mehr viel bis zum nächsten Weisheitspunkt. Ach so, ja, übrigens. Für die, die zugucken. Ihr wisst ja, Raven hat ja zweimal ein paar Treffer bekommen, die ihre Werte ein bisschen verändert haben. Ich glaube, irgendjemand hat mal geschrieben, dass es theoretisch möglich ist, mit einem Doktor oder ja, mit einem Arzt die Werte wieder auf den Ausgangswert zu operieren. Also, dass quasi hier wieder aus dem Roten eine grüne Zahl oder eine normale Zahl wird. Erste Frage, ist das wirklich so? Und zweite Frage, die mich halt brennend interessiert. Warum guckt Thor eigentlich nicht da unten hin? Nee, welchen Fähigkeitswert muss ich denn haben bei Medical, damit man Operationen durchführen kann? Ich habe, also einen Doktor habe ich ja. Ja, Dr. Thor Kaufmann, heißt ja sogar so. Der hat allerdings auch nur einen Wert von 80? Oh. Oh nein! Oh nein! Von Mitte 80 und ich glaube, ich hatte es mal versucht gehabt. Und da war es nicht möglich, dass man quasi operativ Problem gelöst. Die gute Raven wieder auf Vordermann bringen kann. Oder braucht man dazu auch noch irgendein Equipment? Also was Besseres als ein Arztkoffer. Wenn ich mir so kurz drüber nachdenke, andere Sachen, die so zum Operieren notwendig werden, so Skalpelle und sowas, sowas gibt's ja nicht. Ja. Nein, gibt's nicht, sag ich ja. Von daher, ja, könnt ihr aber auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es denn wirklich wisst, was man dafür alles braucht. Also, Equipment plus Fähigkeit. Und dann versuche ich mal, spätestens wenn wir hier in Adrian erstmal komplett durch sind, da will ich sowieso erstmal alles auf Vordermann bringen. Fantastisch! Und dann, ja, kann ich auch gleichzeitig nebenbei noch Miss Raven irgendwie ein bisschen ärztlich versorgen, dass er mal wieder hier ein bisschen mehr Weisheit hat und, naja gut, Agilität brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ja. Das kann mir eigentlich auch gestohlen bleiben, die... Ich weiß gar nicht, wie viel sie verloren hat. Ich glaube 6 oder 7 Fähigkeitspunkte da jeweils. Also Weisheit schmerzt schon ein bisschen, weil sie halt dadurch langsamer lernt. Wobei, wenn jetzt im Endeffekt auch Treffsicherheit ist bei 100, also da geht's ja nicht höher. So, freier Modus bei Du kannst darauf wetten. Die Kerle sind nicht der Weitere gekommen. Hier quält sich noch einer. Ja. Also wie gesagt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Ob das denn alles wirklich möglich ist. Und, Alter.
Das nervt aber schon ein bisschen mit der Schlange. So, wir gehen einfach ganz kurz nochmal vor. Oh, okay, der stimmt. Finally, the pleasure of Galerius. Okay, das ist ein ganz beschissener Kampf jetzt. Okay, ich wollte eigentlich nur gucken. Nicht anfassen. Aber da hat sie ihn einfach mal zurückgeschossen. So, auch tot. Also Opponents haben wir auf jeden Fall noch ein paar. So, oui, monsieur. So, mal kurz anlegen. Da ist nix. Na gut, da wird auch nix sein. Da unten ist nix. Da hinten ist nix. Da oben ist nix. Jetzt können wir uns wieder hinlegen. Ein zurück, einmal hinlegen, einmal Runde beenden und einmal Folge beenden. Dann haben wir nämlich alles auf einen Schlag gemacht. Ja, wie gesagt, also wer Bock hat, könnt ihr mal auf meine zwei Fragen runterschreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.